Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr so fleißig meine Videos schaut und kommentiert. Und ich bin zwar noch eine super kleine YouTuberin, aber ich freue mich trotzdem über alle, die mich abonniert haben. Und weil ihr es euch so sehr gewünscht habt, spiele ich für euch Minecraft. Und zwar hat mich mein Freund drauf gebracht, dass ich jetzt auf Timolia von diesen Adventskalender-Jump'n'Runs, dass ich da eine spiele. Ich spiele aber davon wirklich die einfachste, nämlich die Nummer 11. Ja, wie mache ich das jetzt? So, da spiele ich die Nummer 11, weil es die einzige Map ist, die ich bisher geschafft habe durchzuspielen. Kein Spaß. Und hier steht Mittel. Und es gab ja schon zwei andere Maps, da stand dran, dass sie einfach sind. Aber Leute, ich habe es halt trotzdem nicht geschafft, die durchzuspielen. Ich hatte aber auch keine Geduld, weil ich spiele jetzt erst seit nicht mal mehr einer Woche Minecraft Jump'n'Run. Und dann ist es super frustrierend, wenn man für eine Map halt über eine halbe Stunde braucht. Und ich habe allein für die, wo ich das erste Mal durchgespielt habe. Ups, ich dachte, ich hätte die Gast hier in der Hand. Oh. Nein! Brauche ich halt, habe ich allein für diese Map hier 40 Minuten gebraucht. Also, ja, 38 irgendwas, aber das ist ja, habe ich 40 Minuten. Und ja, dann ist es total frustrierend. Und wenn man jetzt hier noch mitkommentiert, ist es auch viel schwieriger zu zocken. Das könnt ihr mal einfach aus Spaß ausprobieren. Das ist immer einfach zu sagen, die schafft den Sprung jetzt hier nicht. Aber man kann sich halt einfach nicht so krass konzentrieren, wie wenn man jetzt einfach so springen würde. Und ich habe da mit meinem Freund gestern Abend und einmal davor noch diese Map gespielt. Also ich habe sie schon noch ein zweites Mal durchgeschafft. Das heißt nicht, dass ich das jetzt, ja, deswegen besser kann, großartig, Leute. Und für diesen Durchlauf habe ich so, ja, circa 5 Minuten oder 5,5 Minuten gebraucht. Ist auch, glaube ich, ziemlich lang für diese Map. Ich glaube, mein Freund hat irgendwie nicht mal mehr 2 Minuten gebraucht. Aber ihr müsst halt bedenken, ich fall halt einfach fast bei jedem Teil noch runter. Aber ich kann euch leider nichts anderes zeigen, deswegen wird es jetzt eben Jump'n'Run. Und ich fände die Map auch ziemlich cool. Ich weiß, ich sollte hier nicht rumgucken, weil das von meiner Zeit abgeht, aber genau, und als ich das halt dann geschafft habe, habe ich halt nicht mehr so krass lange gebraucht. Deswegen kann es jetzt sein, dass ich an manchen Stellen langsamer bin, weil ich ja jetzt eben hier mitkommentiere und ja, kann ja sein, ich schaffe es dann teilweise nicht so schnell. Wenn wir jetzt hier sehen, ja. Oh mein Gott, ich war 0,02. Nee. Ja, doch. 0,2 Sekunden langsamer. Und hier? Oh mein Gott, so krass. Nein. Also diese Millisekunden machen es ja jetzt echt nicht aus. Oh, krass, dass ich hier runtergefallen bin. Das war jetzt echt nicht schwer. Ich habe auch die heutige Map versucht, die 16. Und da kam ich ziemlich weit. Aber Leute, ich habe da schon eine halbe Stunde gespielt. Ich habe erst gedacht, soll ich euch heute die aktuelle Map spielen? Aber ich würde halt immer noch sehr lange für die Map brauchen und das will ich echt niemanden antun. Da sind halt so viele Vierersprünge drin und ich finde die echt schwer. Und hier in der Map ist auch am Ende ein Vierersprung drin und das ist auch mein größtes Problem. Die anderen Sprünge gehen ja auch. Das ist halt der Grund, wieso ich auch eigentlich noch relativ lang für diese Map brauche. Oh, ja super. Jetzt ja kein Checkpoint, ich Idiot. Warum ich relativ... ich weiß nicht mehr, ich habe den Faden verloren. Ja, ich habe halt relativ lang für die gebraucht und das... Ja, das waren... Das sind, irgendwie besteht die ja einfach nur aus 4er-Sprüngen. Ich dachte dann mal, ich hätte so den Dreh raus... Aber es war mir irgendwann echt zu blöd. Da waren zwar viele Checkpoints, aber bin halt echt oft irgendwo runtergefallen. Könnt mir ja sagen, wie ihr das findet. Also, ich finde die Map hier leichter, obwohl hier Mittel steht und da steht leicht.
Ja, den Sprung. Wegen dem Sprung habe ich auch 40 Minuten gebraucht. Für das davor habe ich ja nicht lange gebraucht, aber. Das ist halt tricky. Wow, nein, ich bin von Schiff runtergegangen. Ja, nee. Was mache ich eigentlich? Und springen. Nicht zu weit springen. Okay. Und jetzt? Nein. Den finde ich echt richtig krass schwer, den Sprung. Vielleicht ist auch deswegen die Map hier auf Mitte. Ja, ich habe mich nicht schnell genug umgedreht. Ja, deswegen ist die auf Mitte. Sehr begründet. Also, weiß nicht, wie gut ihr so im Jump'n'Run seid, aber ich finde es schon nicht einfach hier jetzt. Aber ich hab's geschafft! Juhu! Mit ein paar Versuchen. Ja. Und jetzt? Okay, 13 Sekunden länger gebraucht. Das ist auch ein komischer Sprung. So, mit Shift klappt alles besser. Sagt mein Freund mir ständig, aber wenn man so Anfänger ist wie ich, dann ist es voll schwierig, immer Shift zu drücken, wenn man auf Sprinten war, finde ich. Wow, nicht die Leiter runterfallen. Ja, weil man muss dann die Tasten so schnell wechseln und ja, ich finde das halt nicht so einfach. Und genau, hier rüber. Diamantblöcke. Jetzt, hallo, Drache. Oh Gott, hier darf ich nicht runterfallen. Das wäre echt peinlich. Boah, war das knapp. Ich bin jetzt hier voll langsam, weil ich voll Schiss habe, Leute. Ja. So, jetzt rennen wir den Flügel des Drachen hinunter. Und da ist ein Checkpoint. Hallo, Checkpoint. Oha, ich war jetzt echt langsamer. Okay, und hier hinten kann ich auch nicht versprechen, dass ich hier nicht fehle, weil der Vierersprung ist schon schwer. Ja. Das war klar. Und, ja. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ihr müsst einfach Geduld mit mir haben. Ich bin kein MC-Experte. Ja gut, sagen wir, wir wissen ja nicht, wie gut er ist. Wahrscheinlich ist er ziemlich gut, wenn er die Maps dann so schnell durchrennen kann. Aber, Alter, ich bin so ein Tier. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Bitte jetzt nicht runterfallen. Ich darf nicht runterfallen. Okay, und jetzt Anlauf nehmen. Ja! Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft, diese Map durchzuspielen. Und das vor der Kamera. Ich hab's zwar ein bisschen gefailt, aber ich bin trotzdem stolz auf mich. Ich war nur ein bisschen schlechter, glaube ich. Also, ich habe es nicht gelesen. Als davor. Ich habe irgendwie nur 20 Sekunden. Und mir gefällt diese Map total gut, auch wenn ich sie noch nicht flüssig durchspielen kann. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Special. Falls ihr mehr davon sehen wollt, ich werde versuchen, weiter zu üben. Und irgendwann echt gut darin zu sein, weil es wäre halt schon episch, wenn ich so eine gute Jump'n'Runlerin wäre. Weil ich kenne kein Mädchen, also vielleicht gibt es das aber bisher, kenne ich kein Mädchen, welches Jump'n'Run macht und einigermaßen gut darin ist. Klar, ich bin noch ganz am Anfang, aber ich fände es cool, wenn ich das ein bisschen übe. Ich meine, ich spiele das jetzt eine Woche. Oh, und bin runtergefallen. Ich spiele das jetzt eine Woche und ja, ich bin eigentlich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dran geblieben seid. Und ich hoffe, euch hat das Special gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!